Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Schönen guten Morgen. Ich bin der Achim und das ist der Geek Talk Daily für den 27. Dezember. Das ist ein Dienstag, wie ihr wisst. Ja, heute habe ich eigentlich eher wenig Themen, weil so viel ist gar nicht passiert. Jetzt schlägt Weihnachten dann doch rein. Aber ich habe einfach nochmal geguckt, was über die Weihnachtsfeiertage noch aufgelaufen ist. Und da hat sich dann im Endeffekt noch einiges getan. Ich habe zwei Sachen zu Snapchat. Eine Sache zur Einreise in den USA. Google ist dabei mit einem interessanten Aspekt, wie man ja in Indien die nächste Toilette findet. Noch was zu Google Play Music und Spotify. Und ganz am Ende etwas zum Musikstreaming über T-Online bei den Nachbarn drüben in Holland. Aber fangen wir mit Snapchat oder besser gesagt Snap an. Die haben nämlich jetzt ein israelisches Startup gekauft für zwischen 30 und 40 Millionen. Das Startup heißt Simagine, naja, mit der Aussprache habe ich ja, glaube ich, dieser Tage Probleme. Die machen Augmented Reality. Also die visualisieren etwas, was man mit einer Kamera aufmacht, peppen das auf und das passt schon von der Logik bei Snapchat, glaube ich, ganz gut rein von der Technologie. Mal schauen, was die daraus machen. Und wenn wir schon dabei sind bei Snap, da habe ich einen schönen Bericht aufgetan bei VentureBeat, denn Snap hat in 2016 seine Akquisition, also die ganzen Aufkäufe der Firmen, verdoppelt im Vergleich zum Vorjahr. Also die haben ja auch richtig Gas gegeben. Gefühlt hat das Anfang des Jahres mit Bitmojis angefangen. Und ja, jetzt gerade habe ich ja gesagt, das israelische Startup, da sind die natürlich gut dabei. Und das geht alles auf den IPO, also auf den Börsengang hinzu. Und da wird nochmal ja, vorher eingekauft. Bleibt auf jeden Fall interessant und spannend, auch wie viel sich dann wirklich in Sachen Hardware bei denen tut. Ein Thema, was auch noch mal kurz vor Heiligabend hochkam, war die Esther. Das ist so eine, ja, wie sagt man das? Das muss man online ausfüllen, wenn man nach Amerika einreisen möchte und halt kein Visum beantragt. Also das ist visumsfreie Einreisen. Seit einigen Jahren muss das online beantragt werden und wird in der Regel auch dann direkt online genehmigt. Kostet dann ein paar Euro. Die bezahlt man mit Kreditkarte und witzigerweise mittlerweile auch mit PayPal. Das würde ich auch gerne mal bei uns sehen, bei irgendeinem Amt mit PayPal zu bezahlen. Aber zurück zum Thema. Die Esther, die fragt halt diverse Sachen ab. Das, was früher im Flugzeug mit einem Zettel abgefragt wurde, ob man schon mal dies und das verklagt wurde, nicht verklagt, also verurteilt in Sachen Drogen und irgendwelchen anderen Sachen. Ja, und jetzt fragen die anscheinend auch die Social-Media-Profile ab. Also wie ist dein Facebook-Account, wie ist dein Twitter-Account? Ich habe das interessanterweise vor einer Woche gemacht, weil ich ja diese Woche in Richtung Miami starte und da war das noch nicht drin. Das ist anscheinend irgendwie ein, zwei Tage danach implementiert worden. Ich hatte das nicht. Es ist auch nicht, also dass man es machen muss, es ist optional und ich denke mir auch, ja mein Gott, wenn es optional ist, dann mache ich es halt nicht. Ansonsten müssen sie in meinem Fall ja auch einfach googeln und dann haben sie auch alles. Naja. Also kann man geteilter Meinung sein, ob das wirklich was bringt oder nicht. Auf jeden Fall werden mehr Daten erhoben. Kommen wir zu unseren Freunden von Google. Die erheben ja auch ganz gerne Daten, nutzen die aber dann auch gerne für interessante, gute Projekte. Und jetzt gibt es eine interessante Sache, dass Google jetzt die öffentlichen Toiletten in Indien kategorisiert und als Google Maps dann zur Verfügung stellt. Da es anscheinend ein Problem ist, in Indien ja, öffentliche Toiletten zu finden. Oder zumindest nicht so einfach. Ist anscheinend ein Bedürfnis. Und von daher hat Google das dort umgesetzt. Kann man machen. Und wenn wir schon bei Google bleiben, beim Kollegen Kashi im Blog habe ich ja zwei Sachen. Das erste ist jetzt genau Google Play Music. Es gibt es wohl immer öfters. Und aber gerade wieder aktuell und vielleicht haben ja auch ein paar Leute einen Streaming-Lautsprecher zu Weihnachten bekommen, deswegen kann man es auch gerne mal erwähnen. Ist natürlich auch alles verlinkt in unseren Shownotes. Google Play Music kann man 4 Monate gratis als Neukunde ja, ausprobieren. Gute Sache, wenn man noch keinen Streaming-Dienst hat,
kann man sich's anschauen. Und wenn man halt Premium ist, dann spart man auch 10% bei den Einkäufen im Google Play Store. Also sprich, wenn man sich da eine App oder sonst was kauft. Das Ganze muss man dann natürlich auch kündigen rechtzeitig. Ansonsten werden die üblichen 9,99 € fällig. Und wer nicht mit Google Play Music warm wird, der hat dann vielleicht Spotify, denn die haben auch wieder eine Neukundenaktion. Und dort kann man für 3 Monate Premium für 99 Cent machen. Auch wieder das Übliche, hinterher muss man natürlich wieder kündigen. Und sonst fallen halt auch die üblichen 9,99 € oder 90 an, die die Kollegen von Spotify aufrufen. Beides, Google Play Music und Spotify, gilt wie gesagt nur für Neukunden. Eventuell kann man das natürlich umgehen, wenn man sich ein extra E-Mail-Konto dafür anlegt. Aber dann verliert man eventuell aus einem kostenfreien Profil bei Spotify die ganzen eigenen Playlisten oder sonst was. Naja, viel Spaß jedenfalls, falls ihr schön Musik streamen wollt. Musik streamen tun auch die Kollegen in Holland, und zwar über T-Mobile, die das wie in Amerika auch gehandhabt haben, dass Musikstreaming nicht auf die normalen Daten angerechnet worden ist. Und da sind jetzt in Holland die Regulatoren eingeschritten und haben das jetzt verboten, weil T-Mobile in Holland entsprechend natürlich auch nicht jedem Musikstreaming-Dienst das datenfrei gibt, sondern nur bestimmten Diensten, mit denen sie halt einen Deal gemacht haben. Naja, und wenn T-Mobile Niederlande sich jetzt nicht daran hält, dann kostet die das $52.000 am Tag. Mal sehen, wie das passiert. War ja bei uns durchaus auch ein Thema vor, gefühlt, glaube ich, einem Jahr. Auch Thema Netzneutralität. Und immer noch im Ausland, in dem Fall in Holland und letztens auch in Amerika, auch wieder auf den Tisch gekommen. Das war's dann jetzt auch für den heutigen Morgen. Ich wünsche euch einen guten Start in den Tag. Macht was draus und wir hören uns dann morgen wieder. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.